Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen zur ersten Sprint to Glory Showdown in EAFC 24, Leute. Es ist das erste Mal, dass ich seit meiner YouTube-Laufbahn einen Sprint to Glory Showdown mache in der aktiven Ultimate Team Phase. Weil ich weiß nicht, wie das bei euch ankommen wird. Deswegen bin ich sehr gespannt auf euren Support, auf euren Feedback. Wenn ihr nämlich möchtet und das Video rasiert, dann kann es regelmäßiger kommen, vielleicht einmal im Monat. Und da werden wir uns immer coole Gäste einladen. Und einen Gast, mit dem machen wir das mit am liebsten. Weil das ist unser Cousin seit vielen Jahren, ist der gute alte Dennis Gaming TV. Servus YouTuber von mir, herzlich willkommen, so wie Tone gerade erwähnt hat, ne? Also hier an der Stelle Hashtag Karriere, liebe Leute, Liebe dalassen auf dem Video und ich glaube, es wird cool. Also Freunde, wenn wir ohne Spaß so in Richtung 5000 Likes irgendwie knacken, ich weiß, es wird schwer, dann kommt sowas nochmal. Ich bin auf euer Feedback gespannt, schreibt in die Kommentare, welchen Verein möchtet ihr sehen, mit welchem Team sollen wir es als nächstes machen. Jetzt haben wir uns die Bayern rausgesucht, ihr wisst ja, ich bin in München geboren und FC Bayern, ja, das ist ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und wir haben 121 Millionen Transferbudget, Vereinswert 3,8 Milliarden Euro. Das ist knackig. Und wir haben bei Dennis auch eine Folge aufgenommen. Dennis, erzähl mal, mit welchem Fußballverein? Genau, Leute. Der Verein, der eigentlich immer in der Champions League von Bayern auseinandergenommen wurde. Es ist der FC Arsenal. Auch mittlerweile geisteskranker Kader, Transferbudget und ja, vieles mehr. Richtig. Da haben wir ein cooles, knackiges Video aufgenommen. Links in der Videobeschreibung abchecken. Ansonsten beide Kanäle abonnieren. Und ich würde sagen, Bro, wir gehen rein, starten und gucken uns gleich erstmal den Kader entspannt an. Alles drum und dran. Ich hab Bock drauf. Ich liebe dieses Format. Eieieiei. Hat sich da überhaupt viel geändert im Karrieremodus? Also, wir haben diese Formation, die werden wir gleich ändern. Wir haben Harry Kane, Jamal Musiala mit 86, das ist so schön zu sehen. Und wo ist Tell? Matis Tell 71, der muss trainiert werden, Mann. Kingsley Coman, ihr kennt den Broski-Trick. Guerrero machen mit so einem ZM. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich hab's jetzt gesagt, okay. Erstmal kommt Neuer wieder zurück, der ist zurück von der Verletzung. Schwachstellen, wenn es überhaupt welche gibt, ist auf jeden Fall von Rating jetzt zumindest Innenverteidigung, Rechtsverteidigung. Und sonst sehe ich da nicht so viele Schwachstellen, muss man sagen. Vielleicht haben wir uns auf den Außen noch einen guten Spieler. Sané würde ich auf keinen Fall verkaufen, weil der Real Life so gut performt. Harry Kane haben wir. Erstmal Aufstellung ändern. 4-3-3 offensiv. So Leute, die Zeit beginnt in 3-2-1. Let's go. 20 Minuten sind am Start. Karrierespieler, ihr kennt den Move. Rafael Guerrero mittlerweile beim FC Bayern am Start. Und wir machen ihn zum Zehner, also zum ZOM. Das dauert 4 Wochen und da kriegt er, glaube ich, plus 5 oder 6 in der Gesamtstärke. Und wir haben schon mal unseren Mittelfeldspieler. Wir sehen hier auch schon plus 5 im Live-Rating. So würde das Ganze dann aussehen. Mittelfeld mit Kimmich und Musiala zusammen. Jetzt geht es erstmal um, welche Spieler verkaufen wir. Wir könnten uns einen neuen Keeper holen. Die Frage ist, wer wird Bayern langfristig ersetzen können? Manuel Neuer, sollen wir den noch behalten oder holen wir uns so einen Nübel ins Tor? Das könnten wir machen. Komm, Neuer mal auf Transferliste setzen, auch wenn es wirklich wehtut. Dann Guerrero kommt ins Mittelfeld. Wir werden Goretzka verkaufen. Erstmal Sarr, der kann auch gerne gehen. Upamecano könnten wir theoretisch verkaufen. Da sind wir aber sehr dünn besetzt. Stanisic holen wir von der Laie zurück. Laie abbrechen. Stanisic, 400.000 zahle ich, dass du zurückkommst. Josip, ich brauche dich als Backup. Dankeschön. Auf die Transferliste haue ich dann jetzt erstmal auch nur 3 Spieler. Wir haben Leon Goretzka, Alexander Nübel und zu guter Letzt Dayo Upamecano. Einfach nur aus dem Grund, weil ich halt mit De Ligt und Kim Min-jae plane. Für uns heißt es jetzt auf den Kalender gehen, ein bisschen die Zeit simulieren und dann schauen, was sind für Angebote reingekommen. Und dann kümmern wir uns um Spieler, die wir kaufen wollen. Und ich sehe jetzt schon ein paar Transferangebote. Das ist schon mal super. Also, wir haben Angebot für Manuel Neuer. 2,5 Millionen Angebot. Wollt ihr mich verarschen? Markt, den können wir nicht verkaufen. Viel zu wenig. Girona will Tell auf gar keinen Fall. Tell ist einer meiner Lieblingsspieler aktuell bei Bayern. Guerrero auf gar keinen Fall. Und Davis, Pulisic brauchen wir auch nicht. Weg damit. Das waren scheiß Angebote, Mann. Bei Upamecano müssen wir gar nicht viel tun. Denn Atletico Madrid zahlt die Freigabesumme. Das ist meist eh deutlich mehr als der Marktwert. 68 Millionen Euro. Und das nehmen wir auch einfach mit. Okay, ich verstehe natürlich, wir sind bereits 67,9 Millionen Euro. Damit haben wir den ersten großen Kracher verkauft. Leon Goretzka sagt auf Wiedersehen. Zahlt das bitte Paris, ihr habt viel Geld. Komm, nehmen wir an, 27 Millionen für Thomas Müller. Es tut mir leid, Bro. Es ist ein Herzschmerz. Aber was soll ich machen? Choupo-Moting brauchen wir als Backup, würde ich sagen. Sarr können wir ziehen lassen. Thomas Müller haben wir. Perfekt. Für Leon Goretzka bekommen wir dann fast 75 Millionen Euro. Und das von Juventus Turin. Das ist auch gutes Geld. Das können wir definitiv gebrauchen. Wir verkaufen Mazraoui und versuchen uns dafür Kyle Walker gleich zu holen. Hilfe. 47 Millionen nehme ich an. Das ist gutes Geld. Komm schon. Mazraoui ist auch weg. Und jetzt der Chefkoch Serge. Und danach müssen wir rein. Komm, 55 Millionen machen wir. Serge Gnabry ist auch weg. Ach du heilige Mutter Mary Carey. Das ist wirklich krank. Und auch Alex Nübel zieht durch. Der Assistenztrainer macht einen absolut geilen Job. 16,9 Millionen für den. Das ist absolut gutes Geld. Und das nehmen wir natürlich an. Also, wir haben Transferangebot für De Ligt. 100 Millionen für Matis De Ligt. Ich sag's euch, wir lassen De Ligt gehen. Ich hole da noch ein bisschen was raus. Da kann Matis De Ligt gehen. Und dann holen wir uns noch einen anderen. Sollen wir es machen? Wir machen's. Ah, okay, okay. Jetzt habe ich Druck. Wie viele Minuten haben wir noch? Okay, wir haben noch kurz Zeit. So, wir gucken uns unser Büro an. Finanzen.
haben wir 500, also fast 600 Millionen. Wir müssen jetzt schnell Spieler einkaufen. Ganz, ganz schnell. Und ich zeige euch gleich, was die Spieler sind, die zur Auswahl stehen. Und auch Kingsley Coman verkaufen wir tatsächlich an die Reds, an Klopp und Liverpool mit 93 Millionen Euro. Auch wieder richtig gutes Geld. Und dazu bin ich im Real Life auch nicht so der Riesenfan von Coman. Also mal abseits von der Verletzungsanfälligkeit fehlt mir so ein bisschen dieses Endprodukt. Mal eine Vorlage, ein Tor, wo man richtig staunt. Das ist halt immer so ein bisschen problematisch bei ihm. Mit diesen Verkäufen stehen wir jetzt einfach mal bei fast 360 Millionen Euro Budget. Ladies and Gentlemen, darf ich vorstellen, Kyle Walker, Mbappé, Modric, Diaz, Tchouaméni, Barella, Frenkie de Jong. Also ihr wisst schon, Rechtsverteidigung ist ganz, ganz wichtig. Wir haben viel Geld bekommen, müssen aber, glaube ich, weniger Geld ausgeben für den. Ich meine es zumindest. 26 Millionen anbieten, super Angebot, super. Okay, erster Spieler ist eingetütet. Zu Zeiten, in denen Neymar noch beim FC Santos gespielt hat, war das ein Junge, den ich unfassbar gerne beim FC Bayern gesehen hätte. Nur war er halt leider ein bisschen zu teuer. Aber man weiß ja, es war ein Wunschspieler von Pep Guardiola. Und wer weiß, vielleicht wäre auch alles anders verlaufen. Vielleicht wäre Neymar jetzt nicht mit 31 Jahren bereits sein Karriereende machen mit dem Wechsel zu Al Hilal nach Saudi-Arabien, sondern würde jetzt immer noch auf absolutem Top-Level performen und vielleicht ja sogar schon den ein oder anderen Weltfußballerpreis gewonnen haben. Das sind alles so Gedanken, die ich habe bei dem Thema Neymar und Bayern. Und er wird auf jeden Fall auch unser erster Transfer. Zahlen tun wir auch ordentlich Geld. 105,5 Millionen Euro. Wir gehen in die Verhandlung mit Ruben Dias. Ich sage euch gleich, ob es geklappt hat. Himmel donner Zwirn, das wird ein Kaugummi, glaube ich. Okay, wir machen es, Leute. Wir zahlen 140 Millionen. Wir haben damit quasi 40 Millionen draufgezahlt auf Delikts-Einnahmen und bekommen damit einen Ruben Dias, den besten Innenverteidiger der Welt aktuell, zumindest vom Rating her. Ich denke aber auch in Real Life kommt es ganz gut hin. Unser zweiter Transfer für die Innenverteidigung, das Ganze. Ich gehe absolut ins Risiko. Erstens damit, dass wir allein nur 130 Millionen Euro für den Bruder bezahlen. Auch mal abseits davon würde dann ein Snipe im Endeffekt von einer 89er Gesamtstärke, die Ruben Dias halt hat, absolut wehtun. Es wäre so eine geile Verstärkung. Ich habe mich umentschieden, also doch die Innenverteidigung jetzt mit De Ligt zusammen, Kim-in-jae, er auf der Bank mit seiner 84er Gesamtstärke. Ja, und jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass Ruben Dias auch die Snipe-Phase überleben wird. Ich werde ihn da zur Auswahl stellen mit den ganzen anderen Besten, mit Van Dijk, Marquinhos und Co. Und dann müssen wir halt hoffen, dass Tone ihn nicht nimmt. Wir gehen erstmal auf Kylian Mbappé, Leute. Wir gehen auf Mbappé. Sagt's aber Dennis nicht, der darf den nicht snipen. Gleich gibt's eine Transferphase, wo man snipen kann. Alter, wir haben noch so viel Geld. Das ist echt Wahnsinn. Alter, wir haben so reingekloppt, Leute. Wir haben super, super Sachen gemacht mit den Verkäufen. Faires Angebot für Mbappé, Jungs. Es klappt, komm. Kylian Mbappé. Der will nur so wenig Gehalt. Nimm mich, Digga. Kylian Mbappé ist ein Münchner. Das müssen wir jetzt uns ganz genau angucken. An der Sebener Straße läuft Mbappé entlang, unterschreibt ein Derbystar-Ball. Willkommen, Kylian. Hey, das wäre so cool. Stell mal vor, der wechselt da wirklich hin. Da hätte ich wirklich die Chance, ihn mal zu treffen. Mit ihm vielleicht mal ein Video aufzunehmen oder so. Weil Bayern-Kontakte sind auf jeden Fall da. Und da haben wir jetzt noch unseren dritten und letzten Transfer. Und ihr seht schon richtig, Leute, es ist eine neue Nummer 1. Es wird ein neuer Keeper werden, denn ich verpflichte Jan Oblak. Manuel Neuer ist in meinen Augen der absolute GOAT. Aber genauso wie in der Realität in FIFA geht er halt nun mal so langsam aber sicher Richtung Karriereende. Wird nur noch schlechter im Rating. Und mal gucken, wie es in der Realität wird nach seiner ganzen langen Verletzungspause jetzt. Wie er zurückkommen wird. Ich hoffe richtig gut. Hier im Karrieremodus glaube ich halt er nicht, dass er irgendwie eine 87 noch am Ende des Jahres haben wird. Und deswegen tauschen wir ihn nicht ein. Ich behalte ihn, aber wir holen halt Jan Oblak, dass wir einen Keeper haben, der nicht sinkt. Frag mich auch besser nicht, warum Jan Oblak da gerade die Nummer 1 hatte, aber eigentlich hat Manuel Neuer die Nummer 1. Deswegen macht es keinen Sinn, aber egal. Sei es drum. Wir können mit dem Geld rumschmeißen. Uli Hoeneß ist wirklich faires Angebot. Barca sagt auch, ja. Xavi, du bist ein Macher. Alter, Leute, das ist wirklich die beste Transferphase, die ich jemals in diesem Format hatte. Ich schwör's euch. Ich nenne es Kind beim Namen. Luka Modric kostet nicht viel. Wir haben noch ein bisschen Geld. Er ist für die Mentalität da. Ich weiß, Inter Miami will ihn in Real Life haben. Aber Bro, Luca, du gehörst auch mal an die Sebener Straße. Ich möchte dich mal in München sehen. Die 900.000 zahle ich noch drauf und damit haben wir auch Luca. Alter, Carlo Ancelotti ist im Gönnermi-Modus. Das ist Wahnsinn. 87er Rating Luka Modric. Stell mal vor, hätte echt mal bei Bayern gespielt. Wisst ihr, wie sehr ich mich gefreut hätte? Boah. Ach ja, die Mannschaft sieht jetzt im Endeffekt aber wie folgt aus. Wir haben also den Dreierangriff, Sané, Kane und Neymar, den ich noch ändern muss von der Position auf den rechten Flügel. Ist aber, glaube ich, halb so wild. Er ist ja beidfüßig, wissen wir ja alle. Mittelfeld dann Guerrero, Kimmich und Musiala. Da müssen wir halt natürlich bei Guerrero noch warten, aber stellt euch da einfach mal eine 87 vor. Und zu guter Letzt also die Viererkette Davis, Dias, De Ligt und Masraoui. Und zu guter Letzt also Jan Oblak im Tor. Bank sieht auch ganz ordentlich aus, würde ich mal behaupten, mit einem Leimer, mit Kim-in-jae, Neuer, Gnabry. Also könnte auf alle Fälle schlechter sein. Ich bin gespannt, was der Tone so getrieben hat. Und ja, da können wir jetzt eigentlich gleich reingehen ins Snipen. Hey Freunde, unser Harry Kane ist weg. Unser Harry Kane ist weg. Okay, wir haben aber Plan B. Das habe ich anscheinend gar nicht gemerkt. Harry Kane wurde irgendwie verkauft, ohne dass ich es so gesehen habe quasi. So, Ladies and Gentlemen, die Transferphase ist zu Ende. Ein Transfer hätten wir noch gerne gemacht. Bro, weißt du, was mir passiert ist? Das kann ich jetzt schon mal leaken. Mein Harry Kane wurde aus irgendwelchen... Ich finde ihn nicht. Der ist einfach weg. Da steht auch nicht Angebot erhalten.
Harry Kane. Hat jemand vielleicht seine Freigabesumme gezogen, mein Freund? Guck mal unter Transfers, ja. Transferverlauf und dann gehst du auf mein Verein und dann scrollst du einfach mal da ein bisschen durch. Vielleicht ist es ja passiert, wie ich meinte. Harry Kane, ich habe mich so gewundert, Bro, woher ich so viel Geld auch habe, gell? Mhm. 197 Millionen Euro. Und weißt du, wann ich es gemerkt habe? Am Ende, wo ich schon Ende. Alle. Ja, wo ich meine Spiele gekauft habe. Man kennt es nicht Alter. Anders. Wer hat ihn aber geholt? Real Madrid hat sich den geholt. Real Madrid, Digga. Ja, Bro, gut, die brauchen noch einen Stürmer, ne? Machst du nichts. Ja. Aber gut, Bro, ich würde sagen, auch für euch, die es vielleicht noch nicht so kennen, ich habe 5 Spieler aufgeschrieben für meine ZM-Position erstmal. Einer davon ist richtig, das habt ihr ja im Hintergrund gesehen, wenn ich gekauft habe. Und der Mann, der Dennis, muss jetzt snipen quasi, welcher von den Spielern ist es. Ich gebe dir die 5 Spieler. Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Luka Modric, Barella oder Tonali. Ich gehe auf einen der beiden City Boys, das heißt also De Bruyne oder Silva und ich fackel auch gar nicht lange rum. Ich glaube, du bist so ein Silva-Typ, du hast Bernardo Silva geholt. Ja, ich bin ein Silva-Typ, du hast recht, aber... Ich habe Luka Modric genommen. Und was, Digga? Du hast dich schon wieder komplett verarscht, Digga. Junge, ich dachte Luca. Jetzt, ja, ich habe ihn geholt. Nee, ja, schade, ja, Digga, ja, schade. Richtig. Okay, dann bist du dran. Richtig, Torhüterposition. Ich habe den Manu Abi habe ich ersetzt tatsächlich. Und ja. Da haben wir die Besten am Start eigentlich so mit. Wir haben Ter Stegen, wir haben Alisson, Oblak, Courtois und Kobel. Bro, bevor du überhaupt gesagt hast, wer auf der Tafel steht bei dir oder wer, ja. Wenn du da quasi aufzählst, habe ich mir gedacht, Kobel wird sein. Also ich persönlich wollte mir auch gerne Kobel holen, ich habe es mir auch überlegt, aber ich logge ein Kobel. Digga, ich war so hin und her gerissen bei der Torhüter-Auswahl, ne? Ich fand alles und jeden viel zu auffällig. Bruder, ich habe am Ende einfach Jan Oblak geholt. Also der hat 88, nein. Ist ein mieser Macher, ist zwar nicht mehr der beste Keeper im Spiel, wie er es die Jahre davor eigentlich immer war, aber Digga, Hauptsache safe, Keeper ist am Start, Neuer ist ersetzt, das ist die Hauptsache. Okay, hast du gut gemacht. Okay, dann machen wir zweite Runde. Jetzt haben wir einen Innenverteidigerspieler. Rum Diaz, Eder Militao, Araujo, Rüdiger oder Virgil van Dijk. Ich gehe auf Virgil. Virgil und ich habe diesmal den Citizen und es ist Ruben Diaz. Ruben Diaz, okay, da stark, wurde auch mal was. Woher hast du das Geld, Junge? Woher hast du das Geld, Alter? Da musst du doch alleine ein ganzes Budget gekostet haben. Frag mal Harry Kane, wo das Geld ist. Ja, okay, Digga, frag mal Harry Kane, hast du recht. Okay, dann komme ich zu meiner zweiten Position, ebenfalls Innenverteidiger. Liste sieht auch fast genauso aus wie deine. Wir haben Marquinhos, wir haben Van Dijk, wir haben Ruben Diaz, wir haben Araujo und Eder Militao. Araujo lächelt mich an, Eder Militao. Ich nehme Araujo, Bauchgefühl. Okay, Digga, ich weiß nicht, ob mein Gelaber gerade mit Diaz so ein bisschen was gebracht hat, weil ich habe den Bruder halt auch geholt. Laber nicht. Doch, aber ich war gerade so, du hast den auch geholt, dann muss ich so tun, als wäre das eigentlich voll übelst unrealistisch. Wie viel hast du gezahlt? Ich habe 135 gezahlt. Ah, okay, ich habe 140 oder sowas gezahlt. Ja, okay, da habe ich ein bisschen gespart, Digga. Das sind die Manager-Erfahrungen hier. Wichtig und richtig. Also, du Bro. Dann, letzte Runde, jetzt muss ich, also jetzt erstmal du nicht bei mir, aber danach nicht bei dir. Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, Koundé, Reece James oder Frimpong, Rechtsverteidigung, here we go. Boah, ich gehe auf Reece oder Trent und ich gehe mit Trent. Ich küsse doch dein Herz. Ich habe Kyle Walker, 2 Citizen. Kyle Walker, ja okay. Den wollte doch Bayern auch in Real Life. Ja, genau, richtig. Genau, gut, dann letzte Position, Digga. Es wird nochmal interessant, weil hier sind nochmal Hochkaräter am Start. Es geht um einen neuen linken Flügelspieler. Und zur Auswahl gebe ich dir einmal Heung-min Son. Wir haben natürlich Kylian Mbappé. Wir haben Marcus Rashford, Neymar von Al-Hilal und Kvaratskhelia von Napoli. Das ist jetzt schwer. Kvaratskhelia ist geil. Aber ich weiß nicht, ob der so passt zu Bayern. Wir haben Son, wir haben Neymar. Wo ist Neymar zurück? Mbappé und wer war der fünfte? Der Rashford. Rashford. Boah, ich gehe mit Marcus Rashford. Wir loggen an. Och, Digga, Junge, du hast gerade über Neymar geredet. Ich war ein bisschen am Zittern. Nein. Ich habe nämlich Samba Neymar zurückgeholt nach Europa. Samba. Digga, der kann doch nicht in Saudi-Arabien spielen mit 31, Digga. Da gehen Leute in ihre Prime, Ronaldo, Messi, Digga, und er chillt jetzt in Saudi-Arabien. Was soll das? Ja, das wäre cool, wenn er bei Bayern spielen würde. Wobei, ich glaube, ansonsten, Bro, ich habe Kyle Walker geholt, Ruben Diaz. Mhm. Ich habe noch Frankie de Jong geholt, noch einen zweiten Mittelfeldspieler. Stark. Und Kylian Mbappé ist auch noch da. Was? Kylian Mbappé, Junge, bitte, was? Ey, wir haben Mbappé, wir haben ein brutales Team, ich hatte so viel Geld, das war Wahnsinn. Also ist jetzt Mbappé der Kane-Ersatz so mäßig, ne? Ja, Mbappé ist jetzt mein Stürmer und das Team sieht so knackig aus, ich sag's wie es ist. Das ist ein Macher-Team. Und Modric auf der Bank, der ist für die Moral da. Ja, nochmal für die Erfahrung, Digga, Champions League gewonnen, Digga, en masse. Genau, was machen wir jetzt als nächstes? Erzähl du. Ja, wir gehen in den Kalender, Digga. Wir gehen in die Simulation und sehen uns dann im Januar wieder. Kurzes Zwischenfazit. Wir gucken ein bisschen rein. Wie läuft es bisher für uns? Gut, schlecht, mittelmäßig, Katastrophe. Das finden wir auf jeden Fall im Januar heraus. Let's go, baby. So, wir sind angekommen beim 1. Januar. Jetzt gibt es ein kleines Zwischenfazit. Bro, ich bin gespannt, wie sich meine Spieler entwickelt haben.
Ne? Ist da irgendwas passiert? Also, wo ist der Guerrero? Ach, der ist immer noch 82. Ich check das nicht. Bei mir geht er nicht hoch. Oder 88er Gesamtstärke. Ah, wichtig und richtig. Ulreich ist im Tor. Was mit Manuel Neuer, Abi? Ach so, bei Manuel Neuer ist einfach weg. Ah, perfekt, Digga. Jetzt, Manu, haust rein. Manu, hau rein. Jetzt brauche ich aber einen Keeper. Ja, ich brauche einen Keeper, Leute. Der ist einfach verschwunden. Meiner ist auch gegangen. Ich glaube, der geht irgendwie ab und zu mal im Januar, weil der halt nur ein Jahr Vertrag. Ja, okay. Dann holen wir uns noch einen Keeper gleich. Wir haben auf jeden Fall, wie viel Geld haben wir? Ich glaube, 40 Millionen müssten wir haben. Finanzen. 60 Millionen haben wir. Okay, das passt. Dann haben wir gleich was zu tun. Aber Bro, wie sieht's bei dir denn in den Tabellen so aus? Also, Bundesliga-Tabelle ist das erste. Ja, gute Reaktion. Also, ich kann sagen, ich habe keine Niederlage bisher. 38 Punkte, aber bin auch nur einen vor Dortmund. Ich habe 4 Niederlagen und Ich habe 30 Punkte, bin 5. Platz, aber Dortmund hat 37 Punkte. Also, es ist noch aufzuholen. Definitiv, mit direkten Duellen und so. Jetzt müssen wir halt performen. Ja. Safe. Okay, gut, dann Pokal, DFB-Pokal. Bist du noch drin? Ist die Frage ja oder nein? Ich kann die Frage mit Ja beantworten. Ich spiele aber auch gegen Leipzig, Digga. Also, es könnte auch hier vorbei sein. Ja, ich bin im Viertelfinale gegen Mainz. Das ist schon mal wichtig. Krass, okay, Alter. Und dann Champions League, ne? UEFA Champions League. Ich hab ein bisschen Angst. Gruppe mit war. Müsst du mal überleben, Digga. Muss man ehrlich sein. Ich hab 8. Finale, Real Sociedad. Und ich bin Gruppenerster geworden. Boah, schau mal, ich wurde zum Beispiel nur Gruppenzweiter. Ich glaube, der Torwart ist es einfach, Ulreich, nicht der beste Mann. Ich spiele aber gegen Porto, das ist machbar. Digga, du bist Zweiter und kriegst einfach den einfachsten Gruppenersten. Digga, what the fuck. Egal, gönn dir. Okay, das ist gut. Was gibt's sonst noch? Das war's, oder? Ja, das war's. Das war's für die Hälfte der Saison. Okay, Freunde, dann haben wir jetzt theoretisch 10 Minuten ab jetzt. Willst du noch was kaufen oder nicht? Nee, Digga, ich hab A, kein Geld, B, ich hab eine absolut geile Startelf, Digga. Die wird rasieren. Okay, komm, dann sehen wir uns in 5 Minuten. Ich brauch nicht lange. Und ich schau, dass ich was transferiere. Ich brauch was. Bis gleich, Cousin. Oh, ich bin bereit mit dem Deal. Okay, warte mal, Freunde. Ich dachte, das wird nichts. 60 Millionen plus Upamecano. Problem ist, wir haben nicht viel in der Verteidigung Alternativen. Aber wir haben dafür den besten Torwart, finde ich, den es aktuell in der Bundesliga gibt. Und einer der besten der Welt auch. Und der wird einer der Besten noch. Der ist krass. Kobel ist super. Der passt auch zu den Bayern. Ich sag, der wechselt vielleicht auch irgendwann zu den Bayern. Mal gucken. Den schnappen wir uns. Alter. 4 Jahre Vertrag geben. Das war ein bisschen risky mit Upamecano. Dennis, hättest du es gemacht mit Upa? Schwierig, gell? Ja, der Kobel hat abgelehnt. Der wollte zu viel Gehalt. Jetzt geht's an Marc-André Ter Stegen ran. Komm, ran an die Banane, Bro. 50 Millionen. Okay, die wollen Leimer, das kann ich wirklich machen. Das kann ich machen. Leimer und 40 Millionen nehmen wir einfach an, das passt. Weil den Konrad, den brauchen wir nicht unbedingt. Jetzt verhandeln wir noch ein bisschen. Jetzt haben wir auch genug Gehalt. Das passt auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, Freunde, Ter Stegen als zweite Wahl, auch super 89er Rating. Und damit, Bro, steht mein Team. Freigabe muss so übergehen. Jetzt geben wir noch ein saftiges, knaftiges Gehalt. Kannst alles nehmen, Bro, ich bin heute spendabel. Komm, faires Angebot, Ter Stegen ist zufrieden. Here we go. Okay, mein Freund. Jetzt bin ich gerüstet gegen dich. Ich würde sagen, Dennis, wir simulieren bis zum 1. Juni und schauen uns an, was alles passiert ist. So, Leute, wir sind angekommen im Juni 2024 dann mit dem FC Bayern. Tone, Kobele jetzt bei ihm im Tor und schauen wir also mal rein. Es werden Punkte gezählt für die Liga, für den Pokal. Vielleicht blendest du oder Milka blendet das Regelwerk vielleicht auch nochmal am Anfang ein oder jetzt einfach mal ein, damit die Leute, die es nicht wissen, mal kurz Pause drücken können und sich den ganzen Tag durchlesen können. Auf alle Fälle starten wir rein mit der Bundesliga-Tabelle und ich habe mit einem Punkt wieder mal Vorsprung das ganze Ding gewonnen, aber ein Punkt vor Dortmund und vor Leipzig. Das ist stark. Ich bin Zweiter geworden, wir waren davor Fünfter, sind 2 Punkte hinter Dortmund, GG, der BVB ist Meister geworden. Das tut weh, okay. Hätte ich mal lieber Kobel gekauft. Ja, das war früher holen sollen. Nee, auf jeden Fall, das heißt also für mich gibt es die Platzierung minus Anzahl der Teams, das heißt also 17 eigentlich, aber weil Meisterschaft Nummer 3 extra gibt 20 und für dich dann also 16. Also das ist schon mal so die ersten Punkte. Heidenheim abgestiegen, Bochum und Darmstadt. Heidenheim hat mir meine erste Niederlage im Jahr reingedrückt. Bei mir sind direkt abgestiegen Stuggi und Augsburg. Boah, Stuttgart im Real Life aber. Hart, ja, mit Gerassi aktuell absolut am Rasieren. Ja, okay, dann zweiter Wettbewerb, DFB-Pokal. Frage: Hast du ihn gewonnen? Ja oder nein? Viertelfinale ausgeschieden gegen Mainz 3-2. Oh, bitte, was? Ich geh mich begraben. Was ist das? Heftig. Okay, ich hab Leipzig ja im Viertelfinale gehabt. Habe ich 3-1 aus dem Weg geräumt, 2-1 gegen Dortmund und dann gegen Bochum im Finale 2-0. Gewonnen. Richtig. Du Schlingel. Du Schlingel. Ja, das sind für mich dann 6 Punkte und für dich müssten es 2 sein. Ja. Hast du 4 Punkte Vorsprung, was das angeht. Richtig. Plus noch davor noch den Vorsprung. Genau. Dann gehen wir auf die Champions League, oder? Ja, genau. Heilige Scheiße. Hast du was zu sagen? Ich bin im Halbfinale gegen Arsenal ausgeschieden. 4-3 leider. Es war relativ gegen knapp. Arsenal, Digga. Finde ich gut. Checkt dann erst mal Video ab. Nee, kleiner Spaß. Ja, ich habe auf jeden Fall 8. Ich habe 8. Finale, 5-2 gegen Real Sociedad. 4. Finale, 4-0. Dortmund beiseite mit euch. Und dann Halbfinale hatte ich Real 4-1. Und Napoli war mal wieder der Finalgegner. Wer auch sonst aktuell im FC24-Karrieremodus. Aber auch die 2-0 beiseite. Ich habe das Triple gewonnen. Digga, Bro,
Let's go. Leute, ein Clap für Dennis. Der gewinnt mit Bayern das Triple. Dankeschön an der Stelle. Ey, das drittes Mal in der Vereins-History, Digga, das Triple. Also, ich habe gegen Porto Achtelfinale gewonnen auf entspannt 6:1. Mhm. Dann im Viertelfinale 2:1 gegen Lazio Rom, insgesamt 5:2. Und dann eben Halbfinale gechoked. Und bei mir hat das Finale noch nicht gespielt, aber Arsenal gegen Real Madrid. Und das können wir gleich simulieren, um uns anzugucken, was da passiert ist. Nicht schlecht, ey. Ich guck mal kurz nach, wer die Champions League gewonnen hat, Freunde. Ist auch noch wichtig. UEFA Champions League. Der Gewinner ist krass. Arsenal gewinnt die Champions League. Sie sind back in the building. 4:2 nach Elfmeterschießen gegen Real Madrid. Man munkelt, in meinem Video ist was Ähnliches passiert. Genau, so ist richtig. Es, Bro. Wollen wir uns mal Statistiken angucken? Ja, let's go. Ich will mal gucken, was MVP bei dir gerissen hat an Toren, Vorlagen und so weiter und so weiter. Keeper ohne Gegentore ist Ulreich mit 2 und Ter Stegen mit 6. Alter, Ulreich ist so bodenlos gewesen. Ja gut, das ist halt, weil Ter Stegen auch nicht so lange am Start war und du halt auch lange Zeit Ulreich im Tor hattest. Ich habe 16 bei Oblak. Aber gut, davon ist auch nicht alles meins vielleicht. Der hat ja auch noch bei Atletico gespielt in der Hinrunde mäßig. Deswegen, aber trotzdem, der Punkt würde an mich gehen. Vorlagen habe ich unseren Mann mit der 88. Rafael Guerreiro, 14 Vorlagen. Alter, ich habe Mbappé mit 13. 13, auch gewonnen. Okay, gut, das ist auch auf jeden Fall nicht verkehrt. Und Tore, Digga, ich weiß nicht, ob du mehr anbieten kannst als der gute Hurricane, denn der Bruder hat 40 Tore gemacht. Was geht Digga, bei 40 dir? 40 Treffer einfach, holy erst shit. Mal, Bro, 7 alleine im Pokal, Junge. Ja, das ist krank. Bei mir ist Modric übrigens 83er Rating geworden, das war's komplett. Genau, schade. Tore hat geschossen Kylian Mbappé 30 Stück. 30? Und Sané mit 19. Also bei beiden Statistiken bei dir auch die meisten, ne? Tore und Vorlagen. Ja. Ja, okay, das stark ist trotzdem. Sané war auch gut mit 19 Toren und Musiala mit 18 Toren, 6 Vorlagen, auch nicht schlecht. Digga, bei mir waren alle eigentlich Trash, außer Neymar, Sané und Harry Kane, glaube ich. Okay, jetzt gibt's noch Trainer des Monats, oder? Meine Karriere, Trainer des Monats. Ey, Bruder, du wirst komplett auseinandergenommen. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich beim besten Willen leid. Ach, ich habe den Trainer des Monatspreis 3-mal gewonnen, aber ich bin auch Trainer des Jahres geworden. Also da steht ja. Das heißt, es werden nochmal 3 Punkte extra. Also 6 Punkte für mich aus den Trainerpreisen. Und was hast du da? Ja, wenn man einen Trip load, dann muss man auch Trainer des Jahres werden. Ich habe 2 Trainer des Monats und keinen einzigen Trainer des Jahres. Ja, aber Digga, du sagst, man muss, frag Hansi Flick, Digga, ob man muss oder nicht an der Stelle. Ne? Grüße nochmal raus an der Stelle. Jürgen Klopp, stimmt, der das Ding statt ihm gewonnen hat. Ja, stimmt auch wieder. Wie sieht's bei deinem Team aus? Wer ist so überperformt von dem Rating her? Ich glaube, keiner hat überperformt, weil alle so mäßig halt, Guerreiro, ne? 88er Gesamtstärke, was soll ich sagen, Alter? What can I say? Ansonsten Neymar, glaube ich, eine Gesamtstärke verloren gehabt, leider. Ja. Aber er hat gut gespielt, Digga. Das ist die Hauptsache. Okay, komm. Leute, das Ding geht verdient an Dennis. Checkt auf jeden Fall sein Video ab. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, diese Karriere. Wir haben ein bisschen gechoked, dafür Dennis rasiert. Dann lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut's run, euer Tabak, letzte Wort an dich. Und ciao. Ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Wie Ton auch am Anfang erwähnt hat, Liebe dalassen, damit wir auch öfter mal hier auf seinem Kanal Showdown sehen, Leute. Und dann sind wir raus. Haut rein und ciao.